Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zum Bonuskapitel von Shiver. Wenn ihr jetzt erst einschaltet, sorry, dann habt ihr schon eine ganze Menge verpasst. So, wir gucken uns hier um und wir beginnen auch direkt mit dem Wimmelbild. Oi, find four Predator Dinos. Predator Dinos, das diese hier, da. Und. Nee, du bist kein Predator Dino. Du auch nicht, du bist ein Mammut. Da. So, Flying Dinos. Number one. Number two. Fleißt du? Du fleißt nicht. Du fleißt auch nicht. Mammut fleißt auch nicht. Du fleißt. Oh, ich habe noch einen. Ui, okay. Ihr fliegt alle nicht. Hier auf der Zeichnung. Nee, da ist auch keins. Kein Nair. Kein Nair. Du fleißt doch nicht, oder? Nee, du fleißt nicht. Wo ist denn. Hallo? Wo steckst du? Wo hast du dich versteckt? Ich finde dich ja doch. Wo ist der letzte Flying Dino? Du bist einfach nur ein Skelett. Du zählst nicht. Das zählt auch nicht. Hier ist hier irgendwas drauf? Nee. Fleißt du? Nee. Ein Egg? Du bist auch ein Flying, aber kein Dino, ne? So, da ist nichts drin. Ach, hier ist er. Ja, okay. Four herbivorous Dinos. Das bist du. Das. Nee, Mammut zählt nicht. Du bist das. Du, glaube ich, bist auch ein Pflanzenfresser. Und wer ist noch Pflanzenfresser? Und Dino, du? Echt? Oh, das wusste ich nicht. Vier Mammuts. Du, du, du. Und Mammut Number 5. Nee, vor. Da. So. Four Dino Eggs. Okay. Das hier. Das da. Da. Und hier. So. Juhu, eine Linse. Ach was, das Einzige, was hier nicht drin war. Oh, guck mal, die nehmen wir auch mit. Das nehmen wir mit. So, find the differences between the pictures. Sehr gerne. Also, wir haben erstmal den da. Wir haben die da. Wir haben das da. Wir haben jenes. Wir haben ihn hier. Wir haben da einen. Das ist okay, okay, okay. Aber das da nicht. Hier ist noch ein Blatt, da ist noch ein Blatt, da ist noch ein Blatt, das sieht gut aus, das auch, das hier nicht. Die Rose ist okay. So, blau und da ist so eine, da geht einer runter, cool, geht auch, passt, passt, passt. Passt, hier ist noch ein Blatt zu viel. Und. Wo ist denn der letzte? Ich guck mal von der anderen Seite aus. Das sieht gut aus. Das auch. Hier sind die beiden Blätter. Da ist. Okay, so nah dran wird es möglicherweise nicht sein. Da geht ein Blatt nach oben. Oben und dann zur Seite. Hier haben wir zwei. Da unten. Die ist irgendwie anders gecheckt. Aber das zählt nicht. Oh, da war eins. Okay. Hi. Na, freust du dir? Was haben wir denn da? Also, this should help a mirror. A mirror ist auf jeden Fall gut. Hier haben wir noch so ein Kartendingsgerät. A need access card for the safe. Jetzt wissen wir auch, was wir rauskriegen bei dem Teleskop. Was ist das denn? Bring the circle token to the button. You can switch to neighbor tiles. You cannot switch tile with token. You have to make the group with three or more tiles of the same color. Ach, den Token. Okay. Ja, ist gut. So kann ich das machen. Gut. Perfekt. Das fängt schon gut an. So. Okay.
So, hier den grünen und die gelben können wir irgendwie zusammenbringen, ne? Das war jetzt aber nicht so. Warte mal, der geht nicht, ne? Nee, der geht nicht. Okay, alles klar. Das hat jetzt nicht viel gebracht. Das bringt überhaupt nichts. Den blauen können wir dennoch runterbringen. Irgendwie muss ich den grünen runterkriegen. Das war ein nicht so smarter Move, ne? Okay, so, die gelben könnte ich. Tja, den gelben runter. Okay, da, so. Und jetzt den. Ja, das machst du ganz cool. Den grünen. Und jetzt noch. Ah, die beiden muss ich runterkriegen. Schwierig. Das bringt jetzt nicht so viel. Das bringt auch, ehrlich gesagt. Naja, gut, noch ein bisschen. Ah, die kann ich nicht tauschen. Das ist blöd. Das ist doof. Okay, wie machen wir denn weiter? Irgendwas auf dieser Seite, ne? Okay, so. Mal gucken, ob uns das irgendwie weiterbringt. Rosa? Nee, bringt uns gar nicht weiter. Ah. Ja, cool. Okay. Ich könnte den jetzt hier rüberbringen, aber naja, ich möchte irgendwie da unten rankommen. Also den hier nach unten oder den hier nach unten. Vielleicht so. Ah ja, guck mal, das passt. Ja, super. Geht doch. Läuft. Ja. Okay. Und das, was ich rauskriege, ist ein Wick. Echt jetzt? Ein Wick? Eine Zündschnur für hier? Okay. Ja, ist gut. Da ist aber auch noch was. Oh, warte mal. Guide each ball into its corresponding pool. Adjust the barriers to set the ball's path. Select reset button to relaunch the ball. Okay, die Frage ist nur, was? Warte mal, was? Welcher ist denn zuerst? So. So. Okay. So. Und hier, ne? So müsste es doch sein. Und was muss ich. Nee, reset. Wie mache ich das jetzt? Einfach da drauf drücken? Nee. Hä? Wo. Warte mal, wo starte ich die denn? Reset ist cool. Okay, aber das will ich nicht. Sondern ich möchte jetzt, dass ihr losplärrt. Also der würde darüber gehen, da und dann hier. Ah nee, warte mal, der muss ja da hinten hingehen. So. Die Sonne ist ja hier, wegen hell und so, ne? Und du kommst darüber und fliegst dann hoffentlich hier runter. Könnte passen. So, aber wie löse ich es denn jetzt aus? Hä? Skip? Nee, skippen will ich nicht. Guide each ball, adjust the barriers to reset button to relaunch the balls. Okay. Ach doch, es ist der Reset-Button. Ja, cool. Das hat ja super. Das hat ja spitzenmäßig geklappt, hör mal. Okay, das war vielleicht ein bisschen falsch. Kann ich nochmal auf Reset drücken? Oh. Okay, ja, cool. So, aber wie kriege ich den da? Ich krieg den so darüber, ne? Das müsste funktionieren. Dann ist der fällt darunter. Dich nehmen wir dahin, so. Und ja, ah hey, es passt. Ach cool, das ist sehr nett gemacht. Komm, ich habe so viel Doofes über das Spiel gesagt, aber es gibt auch ein paar Sachen, die echt schön sind. Also wie das hier zum Beispiel, das ist nett gemacht. So, wir haben eine ganze Menge Zeug gesammelt. Ich hatte liebe Zeit. Ja. Lass uns mal nach und nach. Nee, warte, hier nicht. Da. Also, die Linse, die kommt erstmal hier rein. Und dann. Visit all the stars, but only one time each. Note that you can move only a star connected to the current location. Okay, also so. Nee, warte, so. Rum, da. Nee, nicht hier rum.
Hier unten müssen wir enden. Das heißt, ich muss erstmal darüber. So. Hier. Das ist doof. So. So kann es funktionieren. Und dann da hoch und hier rum. Ja, okay, alles klar. Was? Ja, genau. Du kommst dahin. So, wie hatte ich es eben ausgetüffelt? Jetzt hier unten, da. Dann hier oben lang. Okay, so. Und dann hier einfach nur so unten rum, ne? Jo, läuft. Cool. Yeah! Oh, was ist jetzt? Hey. Eine Keycard, Store Map. Okay. Reicht das schon, um da hinten reinzukommen? Nee, hier oben muss ich auch noch ran. Wick, Moon. Okay, oh, warte mal, können wir das runterziehen? Das geht. Sehr gut. Das freut mich. Okay, hier müssen wir verschiedene Sachen sammeln, wie das und das, aber was immer das da ist, fehlt noch. Oder? Ja, das fehlt noch. Okay. Da kommt noch irgendwas rein, ne? Some parts of the models are of the model. Eins. Nur eins. Just one. It are missing. Hier kommst du hier drauf? Nein, du kommst da hinten rein, ne? Warte mal, so. Und dann hier unten und möglicherweise hier rein. Um das mal festzuhören. Nee, das kommt nicht hier rein. Was war hier nochmal? Ach ja, hier brauchte ich noch die Explosives. Mirror, das können wir auch noch machen. Hier, Mirror. So, ach du Heiliger. Okay. Krass. Place the stencil so its line matches the lines on the Saturn symbol. Drag the stencil to move it. Press the stencil to rotate. Oh nein, rotate. Okay. Haben wir irgendwie so ein Dings da? Ein Halbkreis? Ein Halbkreis? Ein gestrichelter Halbkreis? Wir haben überhaupt keinen gestrichelten Halbkreis. Funktioniert also schon nicht. Es könnte hier hinten hinpassen. So, ne? Aber nee. Also ein gestrichelter Halbkreis. Ein gestrichelter Halbkreis. Es ist ja nur ein Stencil. Also mag es auch sein, dass es einfach nur das hier ist. So? Nee. Okay, das ist es nicht. Gut, es könnte auch dieser hier sein. So. Nein, passt nicht wegen dem hier. Okay. Halbkreis, da vorne ist noch ein Halbkreis. Ach so, den hatten wir schon. Der funktioniert nicht. Wo ist noch ein Halbkreis? Ein Halbkreis hier, das geht auch nicht. Der passt nicht, der passt nicht. Das passt nicht, passt, der könnte passen, aber passt zu keinem anderen. Nein, der hier könnte funktionieren, passt aber nirgendwo anders hin. Der hier könnte funktionieren. Aber geht nicht wegen das da. Hier so ein. Nee, das passt nicht als Halbkreis, ne? Warte mal. Nee, ist auch Blödsinn, weil da ist ja die untere Linie nicht da. So, Halbkreis haben wir noch. Nein. Hier haben wir noch einen Halbkreis. Das könnte klappen. Nee, könnte nicht klappen, weil oben die Linie fehlt. Das hier passt auch nicht. Okay, cool, passt nicht. Bist du sicher, dass das hier hinkommen soll? So. Nee, passt nicht dazu. Halbkreise. No. No, say no. Nein, auf keinen Fall. Nein. No. So, okay, probieren wir es so herum. Ja, nee.
Das auch nicht. Hier ebenfalls nicht. Da nicht. La 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 la. Da muss ja auch irgendwas Kreisiges hier sein. Hier passt es hin. Yes! Okay. Aber, was? Moment. Nee, was? Ach, shit. Jetzt wüsste ich. Ach, Mann. Okay. Push the buttons in the right order. Consult the clue to identify the buttons. Okay, also die. Klar. Der, der und der. Hey! Sonne! Jawohl! Und die Sonne kommt hier hinein. Na? Komm schon. Jetzt. Yes! Das ist die Zugangskarte. Cool. Oh, die sieht aber schick aus. Mit den beiden Sphinxen da drauf. Nee, halt. Hier unten hin. So, Zugangskarte. Na, und? Ja. Hey, eine Note. I don't like that book at the library. Was? They wrote too much. Ja, genau. Das ist, oh, das hier, da kann ich euch ja direkt mal fragen, weil es wurde mir hinterbracht, die jungen Leute, was immer das auch heißt, die jungen Leute heutzutage lesen nicht mehr gerne so viel. Stimmt das? Ist das so? Also, ich meine, vielleicht könnt ihr das beantworten. Was? They wrote too much. I corrected it. No one will search for the torn pages at the dungeon. Ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, das ist genau das Richtige für uns. So, Gunpowder. Damit können wir erstmal das Ding hier füllen. Und dann die Wick da reinsetzen. Genau. Na gut. Explosive Container. Hier haben wir auch noch was. Da haben wir ja die andere Figur schon gefunden. Das macht's aber schön. Ritual Knife. Complete the ritual in the grotto. Aber sehr gerne. Warte mal, heißt das, wir sind hier echt schon so weit? Okay. So. Geh in Deckung. Geh in Deckung. Oh, noch mehr Deckung. Ja, das hilft überhaupt nichts. Ey, wenn Steine beiseite gesprengt werden, dann. Okay, ich sag nix. So, hallo, da bist du ja. Na, du Schöne. So, also, du solltest da drauf kommen, ne? Nee, halt, zuerst das Symbol. Okay. Das hast du ja alles gemerkt. Ich hab's mir nicht gemerkt. I'm so sorry. Du da drauf. Und jetzt das Knife. Aua. Au. Ah, und sie ist kaputt. This town is finally free, but something's been bothering me. The siren was banished before, wasn't she? Who's to say she won't return again in another 60 years? Ja, gute Frage. Gute Frage. Accomplish is Video Maniac. Das sind wir wohl. Was ist denn hier unter Extra Content? So, Strategy Guide, irgendwas mit gucken. Ach so, okay. Nee, das brauchen wir nicht, ne? Nee, nee, nee. Aber wir können, warte mal. Wir könnten noch mal spielen. Wir können tatsächlich noch mal spielen. Okay, gut, nee, das ist nicht nötig. Aber es ist cool, dass das geht. So, more info. Nee, Moonlight. Das haben wir nämlich nicht gespielt. Moonlight Grove. Das war der eigentliche dritte Teil. Den haben wir nicht gespielt. Ich bleib dabei. Nö. Aber die lassen wir durchlaufen, weil das finde ich wichtig. Okay. Boah. Gut. Jetzt muss ich zu einem Schluss kommen, ne? Also erstmal fangen wir mit dem schönen Teil an. Vielen Dank, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Oh my gosh. Also, wow. Respekt, Leute. Das Spiel, ja, weiß ich nicht. Also das Bonuskapitel gefiel mir gerade eben besser als das Hauptspiel, ehrlich gesagt.
Also ich hatte ja schon ein paar Mal erzählt, so ein paar Sachen sind da drin so, die nicht mein Style sind, ne? Bitte, also wenn ihr da eine andere Haltung habt, okay, fein. Und auf Steam fanden das ja auch einige Leute, dass das Spiel wohl der Knaller sei. Oh, weiß ich nicht, ich habe Schwierigkeiten, mich dem anzuschließen. Es ist okay, also, ne, ist okay. 2015 ist das rausgekommen, nicht 2016. Ja, vielleicht ist es 2016 dann auf Steam erschienen. Okay, ja, kann sein. Keine Ahnung. Aber also jetzt, es war okay, aber es war jetzt kein Knaller. Es waren einige Punkte da drin, die mich echt genervt haben. So, wenn ich ein Spiel spielen würde, das, keine Ahnung, jetzt aus den 2000ern stammt oder so, gut, in Ordnung, ja, okay, da war das halt eben der Stil. Aber wir sind doch da inzwischen viel weit. Ich fange schon wieder an zu nörgeln, ne? Und nörgeln will kein Mensch hören. Na super. Nee, war ein super Spiel, ehrlich. Sei ehrlich. Also es war okay. So, Punkt. Lassen wir es dabei. Es war okay. Es ist fertig und ich bin nicht böse drum, dass es fertig ist. Gut, dennoch. Wir probieren nächste Woche was anderes aus. Erstmal nochmal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Liken, fürs Kommentieren, fürs Kanal abonnieren, fürs einfach nur da sein und überhaupt. Alles Gute für euch, habt eine schöne Zeit und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Macht es gut. Tschüss!